So, hey Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen Rainbow Six Siege auf Rang. Wir spielen hier auf, was war's? Bank oder so? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe gerade nicht geguckt, welche Map es genau ist. Und wir spielen mal den. Ah, komm, ich spiele mal die Workery. Wo wollen Sie denn hin? Okay. Ich versuche so gut wie es geht jetzt vorzuproduzieren. Ist halt auch schon jetzt relativ spät. Und ja. Zwei, drei Videos vielleicht auch nur eins für morgen. Und so, ihr wisst das ja, wenn man arbeitet und so, hat man relativ wenig Zeit, alles unter einen Hut zu bekommen. Das ist einfach manchmal so. Und ja. Ich bin heute wieder mal solo unterwegs. Die anderen Mates sind Den im Raum Moment nicht verbarrikadieren. Wir da. müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Und ja, ich muss heute erstmal klarkommen. Neue Kameraübertragung läuft. So. Hier gehen sie auch gerne durch. Neue Übertragung aktiv. Von da besser noch. Nach da oben noch mal Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Da kommt auf jeden Fall einer. Wo sind sie denn alle? Ja, ich weiß, ich mache gerade nichts, aber ich bin auch gerade in Sport Camps. Meine Kerze ist kaputt. Ash. Alles ist ja down, dann kann er eigentlich fänden. Jetzt eh von hier kommen, hoffe ich mal. Drei, sie haben nicht schon 30 Sekunden. Sekunden noch. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Ein Gegner übrig. Alter, der hat mich gezogen. Ey, krass. What the hell? Nee, 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 nee.
Das war so oft der Kopf wieder. Ich mindestens dreimal der Kopf, aber YOLO. Naja, egal. Leinsen. Immer wenn ich aufnehme, allgemein immer Leinsen. Leinsen ist mein Main. Bis er irgendwann abgewechselt wird. By the way, bei den neuen Operator soll ja an, so viel wie ich weiß, ein Typ mit einem MG, beziehungsweise auch ein automatisch, also er hat zwei anscheinend. Also so wie Tashanka, nur er hat noch ein MG noch auf der Hand. Irgendwie so, keine Ahnung. Und es soll halt automatisch laufen, also mit seinem Handy kann er es steuern, was ich halt recht geil finde. Und die andere hat irgendwie Hologramms, die kann die werfen, und wenn du die abschießt, die Hologramms, dann kriegst du ein Flashback. Ist auch ganz nice. Und ist unten. Gute Arbeit. Der Biogefahrungsbehälter wurde lokalisiert. Glaube ich zumindest. Nope. Ah, schade. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis Einsatz. Gestern spawnen. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Okay. Kommt ruhig raus, wo immer er auch steckt! Markiere Feind! Ich finde, wenn ich auch alleine zocke, kann ich mich mehr konzentrieren, als wenn ich mit Leuten noch zocke. Fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Ich habe ein Kaninchen. Feindliche Aktivität. Bedrohung neutralisieren. Verbleibender Gegner. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. So geht's auch natürlich. Und ich hatte gerade nur beigestreift, so ein kleines bisschen, und er ist verstorben. Wen nehme ich denn? Komm, ich nehme mal die Ela. Die wollen Archiv gehen. Easy. Aber immer wenn ich mit Leuten spiele, außer jetzt, also random Leute, so, also schaut Kollegen aus meiner FL so, aber halt mit denen ich nicht aufspiele, genau. Spiele ich scheiße, außer mit meinem Trupp, sag ich mal so. Ja. Richtig strange. Haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Zehn
werden jetzt ja alles jetzt zugeknallt haben. So. Sorry, ich muss mich gerade so ein bisschen konzentrieren, kennt ihr ja. Das war ein klarer Headshot. Ja. Ich sag's euch, Leute, das Beste ist ja, der einfach zwischen Gold und Silber bleibt, weil dann können die anderen euch gar nicht unterschätzen, also ob ihr jetzt richtige Noob seid oder richtig gut seid. Ich meine, man kann sich ja, wenn man oben Diamant oder so ist oder Platin, kann man ja wieder runtergehen, so. So ziemlich, ist ja einfach gemacht. Ein paar Runden verlieren und so. Scheiß auf KD, ganz ehrlich. KD hat eh nichts im Spiel zu sagen, ganz ehrlich. Ich habe Leute gesehen, die haben, eine 6-6er KD und spielen richtig gut oder eine 0-6er KD sogar. Ey, und die sind supi. Die treffen immer. Aber das ist halt Rainbow so. Und die Trefferkennung, beziehungsweise wenn man keinen zweiten Account oder so macht, kriegt man seine KD eh nicht hoch. Weil so viele Spiele, wie man verloren hat, musste man gewinnen. Und ja. Meistens ist das unmöglich, je nachdem. Durch Sichtkontakt zu den Feinden. So, falls jemand hier rausspringen will.
Leute, macht doch mal da mehr auf, Alter. Bereite Aufklärungsdruck. Sicherungsbehälter fortfahren, sobald Sicherungsbehälter einstellen. Mit Sicherungsbehälter fortfahren. Na, fuck. Voll veraimt. Nein, ich hab richtig veraimt. Nein. Lol, wie ich veraimt habe. Na egal. Passiert. 4-0 Klatsche bekommen. Live bei mir. Also, haut da raus, Leute. Ich bin's, euer Black Ghost. Und ciao.